Passwörter, Passwörter, überall müssen wir Passwörter eingeben. Das kann ganz schön nerven, wem sage ich das? Und es ist gleichzeitig auch ein Sicherheitsproblem, weil wenn wir jetzt hingehen und es uns einfach machen, und das machen ehrlich gesagt relativ viele und verwenden überall oder fast überall dasselbe Passwort, dann ist das natürlich bequem, weil man sich das Passwort wunderbar merken kann, aber es ist ein enormes Sicherheitsrisiko, weil wenn jemand diese Zugangsdaten klaut oder in die Hände bekommt, dann ist das wie ein Generalschlüssel. Man kann alle Schlösser damit aufschließen, sprich in alle Online-Konten reinkommen. Und das ist ein riesengroßes Sicherheitsrisiko. Warum also Passwortmanager eine gute Sache sind und wie gute Passwörter aussehen sollten, das ist Thema heute hier in der neuen Folge vom Netzscanner. Und damit geht's auch schon gleich los. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Und gleich vorweg, wenn euch das Thema interessiert und wenn euch andere Themen ganz ähnlicher Natur auch interessieren, dann lasst mir doch bitte unbedingt ein Like da oder abonniert den Kanal, damit ihr mitbekommt, wenn es eine neue Folge gibt, und oder kommentiert auch gerne, denn das sorgt dafür, dass die Algorithmen sehen, hier ist was los und andere Leute kriegen die Videos auch zu sehen. Das wäre natürlich gut für uns hier beim Netzdenker. Kanal. Ja, gehen wir gleich mal mitten ins Thema rein. Passwörter sind eine nervige Angelegenheit, da sind wir uns natürlich sicher. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat, ich will mal sagen, die Regeln ein bisschen gelockert. Es ist nicht mehr so wichtig, ein mega komplexes Passwort zu haben. Viel wichtiger ist, und das halte ich auch für richtig, in jedem Online-Konto ein anderes Passwort zu haben. Hier ein paar Infos dazu. Kompliziert, lang und möglichst oft wechseln, das waren lange die Anforderungen an ein gutes, sicheres Passwort. Aber das ist anstrengend. Die Realität sieht deshalb anders aus. Das sind die Top 10 Passwörter der Deutschen. Kinderleicht zu merken und ebenso einfach zu knacken. Doch jetzt kommt das BSI und legt neue Empfehlungen und Regeln vor. Und die besagen, möglichst komplex muss gar nicht unbedingt sein. Hauptsache einzigartig. Denn zu komplizierte kryptische Passwörter mit vielen Sonderzeichen kann sich niemand merken. Ja, dieser Pragmatismus kommt ein wenig überraschend, denn bislang konnten laut Regeln Passwörter ja nicht kompliziert und ausgefallen genug sein. Die neuen Regeln setzen aber auf Entspannung, denn Passwörter müssen eben auch praxistauglich sein. Bislang wurden uns Passwörter wie diese hier empfohlen, unglaublich schwer zu merken, aber dafür unknackbar. Viel besser sind doch solche Passwörter, oder? Mein Hund Edda hat immer Hunger. Das ist jetzt ein sicheres Passwort, sagen die neuen Regeln, aber ist es auch wirklich sicher? Das lässt sich herausfinden und da habe ich einen Tipp. Check deinpasswort.de. Eine Webseite, die die Qualität von Passwörtern überprüft. Einfach Passwort eingeben, zum Beispiel eins aus den Top 10, den beliebtesten Passwörtern der Deutschen, und siehe da, sofort zu knacken. Mein Passwort hingegen ist schwieriger und wenn ich noch zwei Ausrufezeichen dranhänge, praktisch unmöglich zu knacken. Probieren Sie das mal mit Ihren Passwörtern oder Passwörtern, die Ihren ähnlich sind. Man soll sein eigenes Passwort ja nie verraten. Es ist sehr eindrucksvoll zu sehen, was ein schwer zu knackendes Passwort ausmacht. Manche notieren wichtige Passwörter auf einem Zettel. Solange man nicht dabei schreibt, wofür das Passwort ist und den Zettel an einem sicheren Ort aufbewahrt, wäre das zu tolerieren, meinen die neuen Regeln des BSI. Passwörter auf Zetteln zu notieren ist natürlich nie eine wirklich optimale Idee. Man kann sie natürlich auch im Computer speichern, in einem Passwortmanager zum Beispiel. Und da wird mir gerne die Frage gestellt, sind Passwortmanager eigentlich sicher? Also wenn zum Beispiel der Browser sich eingetippte Passwörter merkt und mir automatisch vorgibt, oder wenn ich einen eigenständigen Passwortmanager verwende und ich dann auf allen Geräten diese Passwörter automatisch zur Verfügung habe. Ja, die Frage, ob ein Risiko besteht, ist wirklich grundsätzlich berechtigt, denn Hacker könnten theoretisch in so einen Passwortmanager einbrechen und alle dort gespeicherten Passwörter dann einfach abgreifen. Das ist theoretisch möglich, aber kommt extrem selten vor, denn solche Passwortmanager sind ja selbst auch nochmal durch ein Masterpasswort abgesichert.
Passwortmanager sind Programme, die sich Benutzernamen und Passwörter merken. Sie schlagen sogar Passwörter vor, wenn ein neues eingerichtet werden soll und geben die gemerkten Passwörter stets automatisch ein. Das ist praktisch und bequem. Man muss sich die Passwörter nicht mehr merken und kann sich auch nicht vertippen. Vorteil: Es gibt gar kein Problem, überall ein anderes, komplexes Passwort zu benutzen. Nachteil: Das funktioniert nur, wenn der Passwortmanager auch eingerichtet ist. Auf einem fremden PC, am Arbeitsplatz zum Beispiel oder in einem Café funktioniert das nicht. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Doch dafür warnen einen Passwortmanager, wenn man Opfer eines Hackangriffs wurde. Also meiner Ansicht nach überwiegen die Vorteile eines Passwortmanagers eindeutig die möglichen Nachteile, vor allem weil man eben in jedem Online-Dienst ganz bequem und ohne Mühe ein anderes, langes, komplexes Passwort verwenden kann. Manche scheuen den Aufwand oder die Kosten, aber dann kann man ja immer noch die Passwortmanager verwenden, die heute serienmäßig in allen modernen Browsern angeboten werden. Ich rate also wirklich unbedingt zu einem Passwortmanager, denn die Vorteile überwiegen schlichtweg. Und es gibt ja auch kostenlose Passwortmanager und auch kostenpflichtige. Die kosten aber auch nicht die Welt und sorgen dafür, dass man auf allen Geräten die Passwörter immer zur Hand hat. Was man aber nicht machen sollte, meiner Ansicht nach, ist unbedingt diese Passwort-Speichern-Funktion in den Browsern zu verwenden. Jedenfalls würde ich das nicht uneingeschränkt empfehlen, denn Passwörter, die da gespeichert werden, man hat auch da den Service und kostenlos, dass er sich die Passwörter merkt oder teilweise auch mehr das als das. Chrome zum Beispiel merkt sich auch, wenn man möchte, die Adresse oder die Kreditkartendaten und trägt die gerne ein. Aber wenn sich jemand dann an den Rechner setzt oder an das Smartphone setzt und dann den Browser startet, dann gibt es keine zusätzliche Sicherheitsabfrage. Und dann sind diese Daten verfügbar. Das heißt also, man kommt relativ einfach dann in ein Konto rein, weil die Passwörter ja automatisch eingetragen werden. Also wenn man das nicht extra nochmal zusätzlich absichert, halte ich das dann durchaus für ein potenzielles Risiko, je nachdem, wie viele Menschen auf den PC, auf das Tablet, auf das Smartphone zugreifen können. Also hier nur eine eingeschränkte Empfehlung. Bei einem Passwortmanager hat man dieses Problem nämlich nicht. Da wird ja ein Passwort abgefragt, ein Masterpasswort, wenn man den Passwortmanager jeweils neu startet, um an die hinterlegten Passwörter zu kommen. Da gibt es dieses Sicherheitsproblem nicht. Deswegen meine Empfehlung, eher dann einen richtigen Passwortmanager verwenden, denn da hat man auch wirklich dann einen umfassenden Schutz und der sollte bei Passwörtern auch wirklich gegeben sein. So viel zum Thema. Man kann zu Passwortmanagern natürlich jede Menge sagen. Ich werde auch noch mal neue Folgen, neue Videos zum Thema Passwortmanager machen, wo dann deutlich mehr in die Tiefe gegangen wird. Aber das war's dann erstmal für heute. Bleibt bitte neugierig und wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da, damit ihr auch immer auf dem Laufenden bleibt. Und bis dahin, bleibt neugierig.